Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenvideo. Ich hatte ja im dritten Teil aus der Echolette E51-Reihe darauf hingewiesen, dass ich auch mal zeigen möchte, wie man diese Hochvolt-Elkos und die Koppelkondensatoren in der Schaltung testen kann. Also ohne sie auszubauen, testen kann, ob die noch in Ordnung sind oder ob die getauscht werden müssen. Und das möchte ich jetzt in diesem kleinen Video hier nachliefern. Allerdings mit der kleinen Einschränkung, ich zeige das an einer NG51, weil ich gerade keine E51 habe, die in einem so kompletten betriebsbereiten Zustand ist, dass man diese Messungen damit durchführen kann. Ja, aber die NG51 hier, Platinenvariante, die ist ja hinreichend ähnlich. Wir haben das ja in den bisherigen E51 Videos gesehen, da haben wir den Vergleich gemacht und deswegen kann ich das mit der auch ganz gut zeigen. Ja, zum Hintergrund, ich hatte ja darauf hingewiesen im letzten Video der E51 Reihe, dass es da gewisse Kondensatoren gibt, die man einfach vollkommen ungefragt einfach tauschen kann. Aber dass natürlich in der Reparaturszene hier auch das genaue Prüfen und gezielte Austauschen zur Königsdisziplin gehört. Und deswegen wollte ich euch auch mal zeigen, wie man das machen kann. Ja, Basis für die Messung ist, dass wir alle Röhren rausnehmen. Und zwar wirklich alle, die 5 Stück, die ihr hier seht und auch das magische Band. Die baue ich jetzt hier alle aus. Ja, und dieses Gerät ist eigentlich der ideale Kandidat, um auch mal zu zeigen, wie man so ein uralt Gerät für die ersten Tests hochfährt am Trenntrafo und was dabei passieren kann und auf was man achten müsste. Denn das ist auch wieder so ein Dachbodenfund. Hier kommt sogar hinzu, der Verkäufer hatte da auch geschrieben, das hat sich schon mal einer angeguckt, der hat kurz reingeschaut und gesagt, die Reparatur lohnt sich nicht mehr. Und das ist jetzt natürlich äußerst spannend, weil das hört sich schon alles nicht so toll an. Und da bin ich ja auch sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Aber ich habe das Gerät trotzdem gekauft, weil wie ihr seht, da sind noch komplett original Telefunkenröhren drin. Und zumindest 4 von 5 Tonköpfen sind in Ordnung. Und ja, wenn es wirklich so sein sollte, dass sich eine Reparatur dann nicht mehr lohnen würde, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dann habe ich immer noch ein paar gute Ersatzteile zu einem schönen Preis. Ja, ich spule das jetzt hier mal vor. Also wie gesagt, wir müssen alle Röhren ausbauen und danach werden wir das Gerät mal vorsichtig am Trenntrafo hochfahren. Ja, ich sage ja auch immer, solche alten Geräte müssen vorsichtig eingeschaltet werden, aber damit habe ich natürlich nicht gemeint, dass man sie vorsichtig einschaltet und darauf wartet, ob irgendwo das Feuer ausbricht, sondern wie ihr hier seht, ich fahre die am Trenntrafo langsam hoch und achte auf die Leistungsaufnahme, auch speziell eben darauf, wie viel Strom fließt. Denn wenn der uns jetzt abhauen sollte, dann würde ich das ganz schnell wieder zurückdrehen, weil dann müssen wir uns vorher andere Sachen ansehen. Ja, aber ich drehe das jetzt hier mal auf 230 Volt hoch, gehe dann aber wieder ein Stück zurück und wir sehen, da fließen offenbar so 90 bis 100 Milliampere und das ist jetzt erstmal, ohne dass der Motor eingeschaltet ist und ohne die Röhren und so weiter, ist das erstmal alles in Ordnung. Also das können wir jetzt erstmal gefahrlos an der Spannung betreiben für unsere Messung. Okay, reden wir noch mal ganz kurz über die Theorie zu den Messungen, die ich gleich zeigen werde. Wir haben hier den Brückengleichrichter, von da geht es hoch zu unserem ersten Becher Doppel-Elko. Hier hinten ist der zweite. Mit den Widerständen ergibt das eben die Sieb- und Glättungskette. Und die Theorie ist jetzt folgendes, ich habe ja alle Röhren rausgenommen eben, wie ihr schon gesehen habt. Ja, das heißt, die Schaltung ist jetzt mehr oder weniger deaktiviert. Es fließt durch die Röhren kein Strom mehr. Und in dem Moment, wo diese Elkos alle aufgeladen sind, fließt auch über diese Widerstände hier kein Strom mehr. Und das bedeutet, es gibt keinen Spannungsabfall an der Stelle. Und wir müssten deswegen an allen 4 Elkos die gleiche Spannung messen. Ja, und wenn wir das nicht tun, dann wissen wir, dass diese Elkos einen Leckstrom haben. Und in dem Moment,
wo sie einen Leckstrom haben, sollten die ausgetauscht werden, weil sie dann eben nicht mehr in Ordnung sind. Ja, und das ist die Theorie zum ersten Teil der Messung. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das hat mir zum Beispiel mein Freund Norbert Böckmann beigebracht, der ja auch eine jahrelange Reparaturpraxis hat. Und das ist eben ein schöner Trick aus der Praxis, wie man die Becher-Elkos messen kann, ob sie noch in Ordnung sind, ohne dass man sie ausbauen muss. Ja, und bei der zweiten Messung wollen wir diese Koppelkondensatoren messen. Und da ist die Theorie ein kleines bisschen eine andere. Denn diese Koppelkondensatoren sollen ja Gleichspannung zurückhalten. Das heißt, es ist immer so, wir können auf einer Seite von den Koppelkondensatoren, da können wir Anodenspannung erwarten. Und auf der anderen Seite sollten wir keinerlei Gleichspannung messen können. Ja, und man sieht ja hier sind schon die PIN-Nummern dran geschrieben. Und das ist, was wir in dieser zweiten Teil der Messung auch machen werden. Wir werden an den Gittern, also am entsprechenden PIN der Röhrenfassung, die die Gitter sind, werden wir auf Gleichspannung prüfen. Und dort sollten wir eigentlich so gut wie gar nichts feststellen können. Überhaupt nichts im besten Fall. Aber wenn wir da etwas feststellen, dann wissen wir, dass diese Koppelkondensat oder dieser Koppelkondensator an der Stelle, an der jeweiligen Stelle, dass der Gleichspannung durchlässt. Und damit ist er dann auch nicht mehr in Ordnung. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier feststellen können. Und ich werde immer erklären, wo ich gerade messe, damit ihr euch da auch mit dem Plan zurechtfindet. Was ich euch als erstes zeigen möchte, sind die Punkte, wo wir tatsächlich messen. Also wo sind unsere Messpunkte überhaupt? Meine Masse habe ich links auf einer guten Masseleitung. Und mit der roten Tastspitze des Multimeters gehen wir eben an diese beiden Terminals des Becher-Elkos dran. Weil die Masse des Elkos ist ja am Gehäuse. Das heißt, das sind tatsächlich unsere, in Anführungsstrichen, Plusseiten. Oben links der erste Doppel-Elko und unten rechts, an den kommt man nicht ganz so gut dran. Aber wenn man Sicherheitstastspitzen hat, also die auch ein bisschen länger sind, da kann man sich schon durch dieses Gewühl durchwursteln und sicher messen. Ja, also das nur zu zeigen, wo die Prüfspitze hin muss. Und auch nicht vergessen, was ich mir hier auch anschaue, ist, wie die Spannung am Brückengleichrichter aussieht. Nämlich oben links an diesem Anschluss, der mit Plus gekennzeichnet ist. Also da, wo unsere gleichgerichtete Spannung rauskommt. Ja, und jetzt machen wir die Messung mal tatsächlich unter Spannung. Und da messe ich hier am Brückengleichrichter 328 Volt DC. Und jetzt ist die Frage: Nach der Theorie müsste es ja an allen Terminals der Becher-Elkos gleich sein, aber wir sehen jetzt hier deutlicher Spannungsabfall, nur noch 222 Volt. Und am zweiten Terminal, wie sieht es da aus? Ja, nochmal ein ordentlicher Spannungsabfall, da sind wir nur noch bei 195 Volt. Dieser Doppel-Elko oben links ist übrigens nicht der erste in der Schaltung. Das ist unser zweiter Becher-Elko. Der erste ist tatsächlich der, der ein bisschen tiefer im Gerät drin sitzt. Und wie sieht es an dem aus? Ja, die Seite hat tatsächlich die Spannung, die auch am Brückengleichrichter zu messen ist, 328 Volt. Das heißt, diese Hälfte dieses Becher-Elkos ist tatsächlich unter Spannung noch in Ordnung. Und wie sieht es auf der zweiten Seite aus? Ist ein kleiner Spannungsabfall, also ist auch nicht mehr ganz so in Ordnung. Aber das ist tatsächlich das, was ich in der Praxis auch schon festgestellt habe. Dieser erste Doppel-Elko in der Schaltung ist tatsächlich immer noch so einigermaßen okay und es ist oft der zweite, der hinüber ist. Ja, und was ich jetzt hier zeige, ich habe jetzt die Spannungszufuhr abgeschaltet und wir messen ja jetzt, wie sich dieser Elko über die Zeit langsam entlädt. Und ich helfe da jetzt gleich auch noch ein bisschen nach. Ich habe mir so ein kleines Elko-Entladetool gebaut. Das haben viele Leute sich selbst gebaut. Manche nehmen einfach nur in Widerstand an der Tastspitze. Ich habe das halt in so eine Nähale eingebaut. Da ist halt ein hochwattiger Widerstand drin. Und ich habe hinten einen Anschluss, den ich auf Masse legen kann. Ja, da kommt das Tool an die Masse angeschlossen und jetzt gehe ich dann mit der Spitze an jedes von diesen Terminals drauf. Man sieht sofort, die Restspannung im Elko, die bricht sofort ein.
Normalerweise müsste ich nur an einen dran gehen, weil die sind ja alle miteinander verbunden. Das heißt, die Entladung würde hier auch stattfinden, wenn ich das nur an einem mache. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, deswegen tippe ich da immer an jeden mal dran. Und da bemerkt man eine ganz interessante Sache, die ihr vielleicht auch schon beim Messen mit dem Multimeter festgestellt habt. Und zwar, die Spannung steigt plötzlich wieder. Also man hat den Elko eigentlich entladen. Und wenn man mit dem Multimeter misst, da sieht man es, jetzt geht die Spannung tatsächlich wieder ein bisschen hoch. Und das kann tatsächlich auch noch eine ganze Zeit so passieren. Das ist ein Effekt, der nennt sich dielektrische Absorption. Es gibt da einen gewissen Selbstwiederauflade-Effekt. Und der kann je nach Kapazität und Größe des Elkos kann da schon tatsächlich nach einiger Zeit ein paar Volt wieder drauf sein. Also das muss man auch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist sicherlich nichts, wo man sich dann noch tödlich schockt, aber ich habe mal irgendwo gelesen, bei einem 450 Volt Elko können da angeblich tatsächlich nach einiger Zeit wieder 40 Volt Spannung aus dem Nichts sozusagen wieder drauf sein. Also das nur hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema unseres Videos zu tun, aber ich dachte, wenn ich das schon mal alles filme, kann ich da auch noch mal ein paar Worte zu verlieren. Gut, also jetzt prüfen wir Koppelkondensatoren. Es geht mit C10 und C11 los. Die gibt es ja auch genau an derselben Stelle in der im E51. Und wir messen jetzt mal bei einem die Anodenseite und da sollten wir natürlich die volle Anodenspannung messen, weil es sind keine Röhren drin und deswegen fällt über den Arbeitswiderstand auch keine Spannung ab. Und jetzt messen wir die Seite, wo keinerlei Gleichspannung eigentlich sein sollte, also auf der anderen Seite. Und da sehen wir hier ja, immerhin 1,15 Volt DC. Ja, da messen wir da auch nochmal auf dem C11. Wir sind bei 1,7 Volt DC und das dürfte auf der Seite definitiv nicht sein. Ja, der nächste von den Koppelkondensatoren auf diesen kleinen Seitenplatinen, das ist der C9. Da kommt man bei der E51 durch eine Inspektionsöffnung hin. Und auch hier haben wir eine Inspektionsöffnung, wo wir da irgendwie drankommen. Ja, und da messen wir ganze 11 Volt DC. Das ist schon wirklich chlorreich daneben geschossen. Das darf absolut nicht sein. Ja, und die Auswirkungen dieses leckenden C9 werden wir auch gleich an der Röhrenfassungsmessung, die jetzt als nächstes kommt, auch noch feststellen. So, jetzt messen wir mal die Spannung an den Röhrenfassungen. Denn das, was wir eben direkt an den Koppelkondensatoren gemessen haben, das kann man natürlich auch an den Röhrenfassungen messen, an den einzelnen Pins. Und wir haben ja auf der großen Platine, aber so, dass wir von der Geräteinnenseite nicht drankommen, auch noch Koppelkondensatoren. Und die kann man einfach an den Röhrenfassungen messen. Und ja, hier bei den beiden, Eingangsverstärkerröhren, da misst man natürlich nichts, weil die werden nicht über Koppelkondensatoren eingekoppelt. Aber wir haben natürlich hier Anode, 220 Volt, Gitter, das ist hier 0, das ist nicht anders zu erwarten. Und Kathode, die sollte da eigentlich auch immer auf 0 liegen. Heizung, Anode, Gitter, Kathode und Pin 9 ist nochmal Heizung. Und hier das gleiche, Anode, Gitter, Kathode und so weiter. Interessant wird es bei den dreien, weil die haben ja auch Koppelkondensatoren auf der Platine. Und da schauen wir mal, Anode, Gitter 1. Ja, das sind immerhin 75 Millivolt. Nicht ganz mies, aber auch nicht so richtig toll.
hier die Anode 2 und das Gitter 2. Ja, und da haben wir auf jeden Fall schon am Gitter 2 haben wir ein halbes Volt Gleichspannung. Und das ist ganz mies. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Das heißt, da ist der Koppelkondensator von der vorherigen Stufe, der leckt zu viel. Gut, jetzt geht's hier weiter. Ich will das mal so machen, dass ihr das auch sehen könnt. Also wir haben jetzt hier Anode, Gitter 1. Oha, 10 Volt DC an dem Gitter. Das ist natürlich eine Blaupause für Desaster. Da stimmt was nicht mit dem Koppelkondensator davor. Kathode, Heizung, Heizung, Anode, Gitter. Das gleiche auch in viel zu hoher DC-Offset. Da ist der Arbeitspunkt vollkommen fernab von dem, wo er liegen muss. Ja, und das Kathode wieder und Heizung. Ja, natürlich den wollen wir auch nicht vergessen. Den habe ich jetzt fast übersehen. Das ist ja der letzte Koppelkondensator vor den Aufnahmeköpfen. Und das hier ist die Anodenspannungsseite. Und da unten haben wir die Seite, wo nichts sein dürfte. Und da ist auch nichts. Ja, und hier noch ein gutes kleines Beispiel, warum man solche Messungen ohne Röhren machen sollte, also ohne, dass da tatsächlich irgendeine Last dran hängt. Denn bei den Messungen an den Röhrenfassungen habe ich gerade ein kleines Zischen wahrgenommen. Und das ist tatsächlich dieser Kathoden-Bypass-Elko hier. Ihr seht das, ich habe den schon wahrgenommen, der sieht natürlich nicht mehr so gut aus. Das ist auch immer ein Kandidat, hatte ich ja beim letzten Video gesagt, den man austauschen sollte. Aber hier, der kotzt gerade sein flüssiges Inneres raus. Das war eben nicht und das ist höchstwahrscheinlich genau das Zischen, was ich wahrgenommen habe. Also es ist äußerst gefährlich, solche alten Geräte einfach kritiklos und prüfungslos an die Spannung zu nehmen, denn das kann sehr schnell nach Süden gehen, wie man so schön sagt, mit den Geräten, wenn man da nicht genau weiß, was man macht und nicht alle Teile austauscht, die dort kaputt sind. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende angekommen. Also ihr habt gesehen, man kann die großen Netzteil-Elkos und die Koppelkondensatoren kann man durchaus testen in der Schaltung, ohne dass man sie vorher auslöten muss. Da kann man sich schon ein bisschen Arbeit ersparen, wenn man sie nicht alle unbedingt tauschen muss. Ja, aber wir haben ja jetzt hier gesehen, die sind im Prinzip alle irgendwie defekt. Und am letzten Beispiel, diesem Elko C47, sieht man auch, der kann nach 10, 20 Minuten plötzlich anfangen, sich zu zerlegen. Vielleicht hält er auch noch 5 Wochen, vielleicht hält er auch noch ein halbes Jahr. Aber irgendwann ist er halt dran. Und oftmals zeigen sich die katastrophalen Fehlfunktionen erst, wenn die Geräte dann auch mal ein bisschen verwendet werden und nicht unbedingt in der Werkstatt unter kontrollierten Bedingungen. Ja, nehmt daraus, was ihr möchtet. Also, wie gesagt, immer vorsorglich tauschen oder alles nachmessen. Sich dann aber auch verlassen müssen, dass das eben nur eine Momentaufnahme ist und dass die Sache sehr schnell sich auch ändern kann. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Es gibt hoffentlich bald wieder auch etwas längere Videos und wir sehen uns. Macht's gut, ciao.